Ja, herzlich willkommen zu unserem zweiten Livestream heute. Ich hoffe, dass wir diesmal keine technischen Probleme mehr haben. Wir müssen uns für diese Geschichte heute Morgen in Rottweil nochmal entschuldigen. Wir haben jetzt das Gerät gewechselt und hoffen, dass wir die Bachnafahrt in Schramberg euch in voller Länge hier präsentieren können. Es ist jetzt kurz vor 13 Uhr, aber die Stimmung hier in Schramberg ist schon sehr gut. Die Musiker spielen, die Zuschauer haben sich hier Plätzchen gesucht und jetzt warten wir, dass es losgeht. Und so ein bisschen was an Inhalt habe ich auch noch für euch. Also es gehen insgesamt 40 Zuber an den Start und die glossieren, wie man es in Schramberg gewohnt ist, die Kommunalpolitik, aber auch Überregionales. Lasst euch überraschen nachher. So, das ist jetzt noch kein offizieller Zuber, der kommt. Das sind einfach junge Musiker, die ihren Spaß haben und vorneweg kommen. Ja, liebe Sandra, das Wetter ist hier so, dass es bewölkt ist, aber es regnet nicht und es stürmt auch nicht. Also der Wettergott hat hier wirklich so, nimmt ein bisschen Rücksicht auf uns. Oh, aus Spanien. Ja, das ist ja schön, dass uns aus Spanien, liebe Erika Siegel, Grüße erreichen hier. Du hast es wahrscheinlich ein bisschen wärmer als wir hier. Also wir stehen mit Gummistiefeln hier in einem durchaus kalten Schilltag. Und wer jetzt gerade aufmerksam mitgehört hat, also beim Batsch Nass, bei der Bachnafahrt sagt man nicht Narinaro, sondern Batsch Nass oder auch Kanal voll. Und von der Region, wir hätten fast einen Vortragschaft hier analysiert. Und da sind wir mal im Umfeld kommt, da ist KPHs, das heißt so aus Umfeld bei uns, und im Umfeld sind wir auf der Stadt gesprochen, hätten wir direkt im Umfeld gesagt, dass die finanzielle noch nicht geschafft hat. Genau, liebe Carmen, du hast es gut erkannt, Batsch Nass. Um 13 Uhr geht's los. Oh, liebe Erika, da bin ich jetzt leicht neidisch. 24 Grad und Sonne. Also wir haben hier, ich würde jetzt mal behaupten,
um die 5 Grad. Und da wir in der Schiltach stehen, ist es von unten her auch sehr kühl. Ja, liebe Alexandra, wir freuen uns auch drauf. Also, ich habe schon mal vorher einen Blick auf die Zuber geworfen. Die ziehen ja bekanntlich um 10.30 Uhr, ab 10.30 Uhr durch die Stadt. Und die Motiv Zuber sind dieses Jahr zum Teil richtig groß und auch richtig toll. Also das ist immer wieder beeindruckend, was die ganzen Bachna-Fahrer da an Zeit investieren in die Zuber. Und eine Laola zum Beginn. Der erste Zuber hat den Start verlassen. Jawohl! Ja, der Schuss kommt sich. Ja, genau, jawohl! Hey, kommt er jetzt gerade mit Technik? Wie schießt aus der Runde auf jetzt? Und dann schon. Der Stadtfahrer, er kommt. Zuber Nummer 1. Und der ist vorne. So, und nach dem Startfahrer ist nun der erste Zuber gestartet. Der Kutscher Zuber 1, Till Sauer und den Blessing. Auf jetzt die Stauner. Das sind dann Till Sauer und Birgit Blessing unter dem Motto Bauklötzle staunen. Lieber Kerim, der Umzug, der schließt sich an den Bachna an. Ab 14 Uhr ist der große Umzug. Und jetzt seht ihr auch schon Zuber 2. Carsten Bierbaum und Alexander Kohlen. Motto Hänsel und Gretel. Zuber Nummer 3 ist gestartet und schnell gestürzt. Es sind dann Ralf Brendle und Ingo Feddersen. Und dieser Zuber Nummer 3 ist ohne Kapitän momentan. Die zwei sind falsch! An der Stelle auch ganz herzliches Dankeschön an THW und Freiwillige Feuerwehr. Ohne die gibt mir gar nichts. Und auf die fleißige Hilfe von dir einfach kräftiges Dummy! 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 Schön, ich habe das.
Ja, und ihr seht, da muss jetzt die Feuerwehr kräftig helfen und aus THW, weil wenn der Zuber dann mal hängen bleibt, brauchen die Fahrer definitiv Unterstützung, dass es weitergeht. Oh, liebe Isabel Zehnder, dann wünschen wir dir gute Besserung. Ja, ob wir den Umzug nachher noch streamen, da müssen wir mal gucken, ja. Wir überlegen uns mal. So, jetzt kommt der Zäpfle. Und aufs Zäpfle, also das Tannenzäpfle, das Bierzäpfle, bleibt hängen und jawohl. Er konnte sein kleines Malheur gerade noch retten. Ja, liebe Erika, schön, dass es dir gefällt. Wir sind seit einem Eindruck voraus im Tanzstudio und wir schreien. Alles gut bei dir? Gut, oder? Sauber! Der Zug kommt. Super Nummer 5 ist unterwegs. Da sind dann Dirk Rotowe und Andreas Keller drauf. Mit dem Motto 90 Jahre Popeye. Und Andreas Keller, 90 Jahre Popeye. 90 Jahre Popeye ist schon raus. Liebe Rebecca Konrad, hallo zurück hier aus Schramberg. Und es stimmt, 1939. Ja, lieber Gunnar Merkert, absolut korrekt. Wir hatten heute Morgen in Rottweil Probleme mit unserem Gerät und jetzt funktioniert es, glaube ich, besser. Das ist in der Tat ein guter Hinweis, liebe Sandra. Man könnte es im Sommer machen, da wäre es durchaus angenehmer. Da aber die Phase bekanntlich meistens im Januar, Februar, / bis in März sich abspielt, ist leider die Schildach immer sehr kühl bei diesem schönen Spektakel. Und die Tour Nummer 6, die Rückkehr der Götter, Georg Heißdorf und der Bauer. Und jetzt sehen wir die Rückkehr der Götter. Und die Haihecke. Die Meere des Götters geht um den Zorn zurück, in der Bauer. Das war der Punkt, den ich gerade sagte. Und dann wird der Vorbereitung natürlich nur wieder die ganze Zugkapitäne, ja, kein Wort zeigt. Man holt jetzt den Kälber von der Phase und holt jetzt den Zuber. Die werden bei uns eingelagert in dieser ziemlich feuchte Keller, damit die auch eben an der Zustände die Luft und die Treppe brechen. Und dann nehmen Sie in Kälber Zeit, dieses Gewehr zu bauen. Das eine Wunsch, den Sie halt in die Luft machen. Und dann kommt die Tour Nummer 7 schon der Herr Schosse. 120 Jahre Opel Automobilbau, aber ein sehr schöner Zuber. Oh, Oldtimers sind auch unterwegs. 120 Jahre Opel Automobilbau. Also der jüngste Posaunenspieler ist der Kinderfrank. Und für die junge Werner Kellmann kräftig ist Ali! 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 Ja, und jetzt kommt Zuber Nummer 8 auf uns zu. Und da sehen wir dann Kleopatra und Cäsars Triumphzug durch den Kirchebach. Also ein durchaus sehr, sehr beeindruckender Motivwagen. Und hinter Kleopatra und Cäsar verbergen sich
Frank Gebele und Klaus Totzki. Oh. Ich habe euch jetzt gerade mal in einem Schwenk mitgenommen. Also die gehen natürlich weiter, die Schildach runter. Und es sind ungefähr 800 Meter, die die Zuber-Fahrer hier hinter sich bringen. Wir sind hier dabei. Auch hier muss die Feuerwehr wieder helfen. Also diese Engstelle hat es wirklich in sich, weil manche Zuber leiden schon an Hindernis Nummer 1, wie man hier wieder sehen kann. Liebe Alexandra, das Seifenkistenrennen in Schildach kennen wir natürlich auch nur zu gut. Es ist auch immer eine Mordsgaudi, nur dass es da nicht im Wasser ist, bekanntlich. Und das Schöne an der Bachner im Schramberg ist immer wieder, dass die Musiker für Stimmung sorgen. Und wie ihr sehen könnt, wir haben jetzt vereinzelt hier ein paar Regenschirme vielleicht da im Bild. Es hat ein bisschen angefangen zu regnen, aber es ist noch nicht schlimm. Und jetzt sehen wir die Eiskönigin, Zuber Nummer 10 mittlerweile schon. Ja, lieber Hirt Siegbert, das trifft es ganz genau. Also bei dir ist es pfurztrocken, Seifenkistenrennen und hier bekanntlich batschnass. So, jetzt haben wir Zuber Nummer 11, der auf uns zukommt und ich finde, den habe ich vorher schon in der Stadt gesehen. Dieser Zuber widmet sich dem Thema Klimawandel und es ist durchaus ein sehr, sehr beeindruckender Zuber. Da steckt viel Arbeit dahinter und die wird gesteuert von Achim Schaub und Sven Kindler. Der Klimawandel, früher war der Mittwoch auf, rufen Leitung in der Stadt, Klimawandel entstehen, der Druck war auch entschieden. Und hier noch nicht. Ja, und die bisschen größeren Zuber haben natürlich noch mehr Schwierigkeiten in dieser Engstelle. Da muss jetzt die Feuerwehr richtig Kraft anwenden, dass er durch die Engstelle durchkommt. Aber so ein Pistenbully ist natürlich auch dementsprechend auch im Original ein großes Gefährt. Aber sie haben es geschafft. Ja.
Ja, Zuber Nummer 12, das sind dann Hilmar Bühler und Stefan Grimm. Und sie widmen sich dem Thema 80 Jahre Bachhansel, also ein historischer Zuber. Ja, lieber Walter, hallo zurück hier aus Schramberg. Ja, jetzt haben wir Zuber Nummer 13, der sich naht, mit dem Motto zur Kameltränke, die Oase in Schrambergs Kneipenwüste. Das ist einer, der sich dem Thema Kneipen in Schramberg widmet und das sind mehrere, die dieses Thema aufgenommen haben. Da wird einfach so glossiert, dass zu wenig Kneipen in der Stadt sind. Das machen also immer mehr zu und das schmeckt dem einen oder anderen Schramberger nicht so ganz. Liebe Tanja, wir bleiben die komplette Bachnahfahrt on. Wir streamen das komplette Bachnah. Und die Qualität, nun gut, wir sind hier in Schramberg. Der Handyempfang ist jetzt hier zwischen den Mauern auch nicht gerade so rosig, da können wir leider nichts tun. Das Gerät selber ist auf dem neuesten Stand eigentlich. Also wir haben hier ein Samsung Galaxy S8 im Einsatz. Ja, das so wenig Wetter kommt rein. Ja, sieht so mal an. Ich werde jetzt schon, wo ich weiß, ab und nicht. Ich habe gerade einen kleinen Namen damit. Ich bin ja der Motor, den ich nicht mehr kann.
Ja gut, ich gebe zu, S8 ist nicht mehr ganz so neu. Es gibt auch schon S10 und aufwärts, aber wir arbeiten mit diesen Geräten und sind eigentlich ganz zufrieden. Ja, liebe Carmen, das gebe ich zurück. Ich sehe das genauso. Wir stehen hier im Bach und machen das Beste für euch. Und schön, dass es auch ein bisschen ankommt, wenigstens. Und bei Super Nummer 16 seht ihr die Mars-Mission Trump First. Also ihr seht, es sind nicht nur lokale Themen, die aufgegriffen werden, sondern auch durchaus weltpolitische Geschichten. Es sind zwar nicht ganz so große Motivwagen wie jetzt in Köln oder Düsseldorf der Fall, aber die Schramberger wissen auch, wie man Motivwagen baut. Oder Zuber in diesem Fall. Ja, vielen Dank, liebe Tanja. Und genau das wollen wir ja auch, dass die zu Hause daheimgebliebenen einfach mit uns Spaß haben an der Schramberger Fasnet hier, in dem Fall bei der Bachnachfahrt. Ja, jetzt kommt eine Ente mit Schwarzwälder Bollenhut, auch eine sehr schöne Idee. Sieht man auch nicht alle Tage, das finde ich absolut schön, unter dem Motto Schramberg City Tag Tours. Jawohl, jetzt geht's gemeinsam. Und wir sind fort. Ja, liebe Sarah Schneider, schön, dass du dir das dann anguckst und natürlich auf diesem Wege gute Besserung. Jetzt gibt es eine Dusche für die Zuberfahrer. Und das sind dann in dem Fall Angelo Brokammer und Markus King, die hier wortwörtlich batschnass geworden sind. Ja, lieber Rainer Volz, Grüße nach Thailand in dem Fall. Du wirst es wahrscheinlich ähnlich wie vorhin schon mit Spanien auch ein bisschen wärmer haben als wir hier in Schramberg. Oh, und jetzt müssen wir hier also, da muss der Zuber fast schon wieder zusammengebaut werden. Was? 34 Grad, das ist natürlich sehr, sehr warm. Wir können maximal 5 hier bieten. Und wie ihr gerade sehen konntet, die Zuberfahrer, die haben ihren Spaß, egal ob sie jetzt nass werden, reinfallen in die Schilddach oder nicht. Sie genießen einfach das Flair. Ja, da muss jetzt die Feuerwehr wirklich schwerste Arbeit leisten, um die Strecke quasi wieder frei zu bekommen. Aber jetzt sieht man wenigstens auch mal den Zuber so ein bisschen von unten. Also es ist eine Holzkonstruktion um ein Fass herum und dann mit großen Plastikcontainern, die das Ganze dann so fahrbar machen. Naja, liebe Caro, ich glaube jetzt nicht, dass die zwei betrunken waren. Also, den Eindruck haben sie jetzt nicht auf mich gemacht. Unterweg ist wieder frei. Und der Kino frei? Ja, Nummer 19 ist im Kommen und das ist dann die Mission to Mars, die hier thematisiert wird. Ja, das war schon total vergessen. Im besten Gasthaus hier am Platz ist schon frei.
Ja, lieber Guy, Grüße zurück nach Luxemburg hier aus dem Schwarzwald. Komm mit mal. Mach raus in den Kirchenkaffee. Wir fahren gerade mit dem Zettel einfach aus. Wir haben schon die Wirtschaft, weil jetzt kommt die Wirtschaftsteam vor. Also ich habe jetzt mit den zwei Also lieber Andy, liebe Caro, ich habe mit den zwei nicht gesprochen, aber ich war vorher in der Stadt unterwegs, auch beim Zuber-Umzug und konnte da jetzt nichts großartig feststellen, dass die Herren betrunken sind. Ja, liebe Silvi, also jetzt macht sogar ein bisschen hier der Himmel auf, es wird ein bisschen heller, es tröpfelt zwar noch, aber in der Tat haben wir hier sehr, sehr viel Glück. Und ich bitte euch, also ihr dürft gerne kommentieren, aber nicht ums Thema Alkohol oder Sonstiges, weil es geht hier um Spaß, es ist Tradition und wir feiern die Fastnet noch bis zum Aschermittwoch und es bleibt jedem selber überlassen, was er trinkt und solange die Leute sich an die Regeln halten, sehen wir da kein Problem drin. Lieber Herr Siegbert, das hoffen wir auch nicht, aber die Helfer sind bestrebt, das so schnell wie möglich aus dem Schilddach hinauszufischen. Wenn ich hier links und rechts gucke, liegen schon einige Schrottteile, die nicht mehr im Wasser sind. Ja, liebe Nadja, mit dem Umzug, das schauen wir mal, das überlegen wir noch. Wir haben natürlich heute noch einiges zu tun, wir müssen auch noch einige Beiträge schneiden und das entscheiden wir dann spontan, ob wir den Schramberger Umzug auch live streamen. Ja, genau, wir stehen hier beim Busbahnhof, korrekt. Also wir sind unterhalb vom Busbahnhof und stehen hier unter der Brücke. Da hat die Carmen Barthelt absolut recht. Also
Ja, jetzt sind wir bei Zuber Nummer 23 angekommen. Und sie symbolisieren die Rückkehr der Piraten von Batavia. Asterix und Obelix kommen nicht ohne Probleme durch das erste Hindernis. Ja, liebe Nadja Hilz, dann wünschen wir dir auf diesem Wege auch gute Besserung und schön, dass ihr es zu Hause euch anschaut und bei uns auf der Schwabo-Seite seid. Ja, jetzt wird es sportlich. Zuber Nummer 25 widmet sich dem Thema Olympia. So, Zuber Nummer 26 hat sich mal eben gedreht unter dem Motto Wilder Westen. Andreas Bandle und Jörg Irion fahren jetzt rückwärts, nicht ganz. Sie haben noch die Kurve geschafft. Das habe ich jetzt so auch noch nie gesehen. Eine schöne Drehung. Und jetzt kommen sie auch gut durch. Ja, liebe Margret Mussmann, warme Füße hätte ich jetzt auch gern. Trotz Gummistiefel und zwei Paar Socken wird es von unten immer kälter. So, und jetzt muss ich ein bisschen mehr erzählen zum nächsten Zuber. Zuber Nummer 27 sind Annika Möller und Vanessa Kopp unter dem Motto Benjamin Blümchen und Carla Kolumna, die rasende Bachreporterin. Und diese zwei Damen haben wir ein bisschen länger begleitet. Da machen wir auch einen extra Videobeitrag drüber, eine Art Reportage. Wir durften die begleiten vom Zuberbau bis zur Zuberfahrt heute. Und es sei euch verraten, dass sie das zum ersten Mal machen. Und wie ich gerade höre, Vanessa Kopp feiert Geburtstag. Es wird ein Ständchen gesungen. Happy Birthday, liebe Vanessa. Happy Birthday, du.
Also ich würde sagen, dass sie das für die erste Zuberfahrt richtig gut gemacht haben. Ja, und es gab ja wie viele Unwetterwarnungen und Sturmwarnungen. Also hier kommt jetzt tatsächlich ein bisschen die Sonne durch. Also da müssen wir dem Wettergott wirklich für danken, für dieses Wetter. Ja, Zuber Nummer 28 widmet sich dem Thema in 80 Tagen um die Welt. In 80 Tagen um die Welt, wir bleiben froh, es uns gefällt. Doch fahren wir hier um eine Sonne und rufen wir ganz laut: Gott! 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 Das stimmt! Tada! Tada! Ja, erneut zwei mutige Damen, Renate Hafner und Stefanie Hafner, die jetzt ein kühles Bad genommen haben. Ja, wortwörtlich batschnass eben. Da muss man dazu sagen, die Städte, die Reise durch die halbe Welt, die Hochkarten, die Seite Hochkarten, die Paris hier durchgebracht, die Hochkarten, die Paris hier durchgebracht. Und jetzt damit noch so richtig batschnass die Städte. Was? Was? Ja, jetzt Big Wave, ein Surfboard. Das ist ja gerade so ein bisschen Thema. In Pforzheim soll ja auch bald in der Stadt gesurft werden können. Warum nicht auch hier in Stramberg in der Schildach? Und die zwei bekommen es aber ganz dicke ab, mein lieber Herr. Also. Ja, die sind jetzt dann schon das zweite Mal batschnass geworden. Aber der Zuber rollt. Oh! Oh, oh, oh. Also. Also hier ist jetzt gerade so ein bisschen die Feuerwehr gesprungen. Der Dame geht es aber wieder gut. Also die wurde vom Zuber ein bisschen mitgeschleift, ja, aber es ist nichts passiert. Den zwei Damen geht es soweit wieder gut. Aber ne, als Zuberfahrer muss man eben mit allem rechnen. Lieber Klaus Burle, freut uns, dass die Übertragung ankommt. Wie gesagt, in Rottweil hatten wir technische Probleme dafür. Entschuldigen wir uns nochmal. Und liebe Michaela Neumeier, schön, dass du uns aus dem warmen Wohnzimmer mitverfolgst. Zuber Nummer 30 ist hier, Fabian Frey und Florian Scher. Thema 30 Jahre Baywatch haben wir jetzt. Wir bauen uns ein bisschen, wir bauen uns ein bisschen. Wir bauen uns ein bisschen.
Schmeckt die so lecker? Schmeckt die so lecker? Ja, lieber Herr Ziegwert, erste Schätzungen. Also, ich habe gerade mit dem Kollegen gesprochen, zwischen 10.000 und 15.000 Besuchern sind hier schon verteilt. Also, wie gesagt, die Strecke 800 Meter lang und die Leute stehen ja nicht nur am Rand von der Schildach, sondern auch oben an den Brückengeländern. Ja, liebe Kessler, Gretelchen, einen Kaffee hätte ich jetzt auch gerne. Ja, Zuber Nummer 32 greift erneut das Thema Kneipen in Schramberg auf. Das hatte ich ja vorher schon mal. Bekanntlich sind die Schramberger der Meinung, dass es zu wenige hier gibt. Also wenn einer Lust hat, eine Kneipe aufzumachen in Schramberg, bitteschön, die Bevölkerung würde sich freuen. Ja, liebe Birgit, närrische Grüße aus der Ferne. Darf man fragen, welche Ferne? Und jetzt kommt wieder ein sehr, sehr breiter Zuber, Nummer 33. Jetzt bin ich mal gespannt, Ariel, die Meerjungfrau, ob die gut da durchkommt. Aber sehr gut gemeistert haben die das. Ja, liebe Caroline Weinmann, ich frage gerade mal meinen Kollege, es ist eine Guggenmusik. Also es sind keine Schramberger, das ist eine auswärtige Musikgruppe, aber die machen schön fetzige Musik hier in den Pausen, das kommt ganz gut an. Wortwörtlich Zuber 34 war das jetzt eine Wirtschaftskrise. Ich betone Wirtschaft groß. Also den Schrambergern ist das wirklich so. Die scheint es echt zu stören, dass sie am Abend nicht mehr allzu oft ausgehen können in einer guten Bar. Ja, liebe Tina, das kann ich zurückgeben. Also auch für mich als Fasnetz-Reporter ist es hier immer wieder schön in Schramberg. Es macht einfach Spaß, das sehe ich genauso. Super Stimmung, nette Leute, passt alles. Ja, und erneut kommen wir ins Stocken. Ja, das war jetzt Zuber Nummer 35. Jetzt haben wir noch 5 Stück. Wir fahren in der Kurve der Land, die Schaltbach, aber auch in der Kurve. Wir haben die Kurve.
Es geht auch jetzt mit Blick. Ja, ja, aber was schon zu schaut mal die schöne Aussicht. Und das Wasser auch wieder hier hochkommen. Und es wird schwierig passiert, ja. Und, ja, lieber Herr Siegbert, deinem Wunsch komme ich gerne nach. Grüße in die Steiermark zu Erna. Lieber Günter Meile, Grüße zurück nach Neckar-Westheim. Freut mich, dass euch die Bilder hier aus Schramberg gefallen. Ist denn bei euch auch verhasnet heute? Ja, da ist voll. So ein voller Tumor auszuleeren, das ist gar nicht so einfach. Ja, das ist schon schade. Ich wollte mich aufregen, weil ich den Zucker eigentlich auflösen muss. Aber das ist schon mal so gut gemacht. Warum nicht? Ja, Zuber Nummer 36 hängt jetzt da oben ein bisschen fest. Ich habe es jetzt auch nicht genau gesehen. Ich glaube, dass die Laterne, die das Motiv zeigen sollte, dass sie zusammengestürzt ist und das jetzt irgendwie... Auf uns getroffen wird, recht kräftige Kanal! Der Zuber ist jetzt zwar da, aber ohne Fahrer. Ja, Michael Neumeier, liebe Grüße zurück nach oben in dem Fall. Liebe Christina Telemann, freut mich. Vielen lieben Dank und Grüße zurück. Und gut springen, okay. Wir schaffen das auch. Jawohl. Ja, liebe Walti Fehrenbacher, in dem Fall grüezi und schön, dass ihr dabei seid. Ja, und jetzt kommen wir zu Uber Nummer 37, ganz aktuell politisches Thema, der Brexit geht der Bach nahe. Ob das politisch dann auch so sein wird, schauen wir mal. Aber bekanntlich ist dieses Thema ja tagtäglich neu erfunden. Und der Brexit bleibt jetzt auch so ein bisschen hängen, so wie es aktuell politisch eigentlich auch ist, weil keiner weiß, was passiert. Ja, lieber Hans, liebe Grüße zurück nach Malta. Hellau ist hier ein bisschen fehl am Platz. Also eigentlich sagt man in der schwäbisch-alemannischen Fasnet ja Narina Roh, aber hier in Schramberg bei der Bachnafahrt ist es in dem Fall Bad Schnass oder Kanal voll. Zuber Nummer 38 erinnert auch so mich ein bisschen an meine Kindheit. Motto Sesamstraße. Und zwar 50 Jahre.
Furztrocke kann man auch sagen, genau. Also, aber die wenigsten kommen, glaube ich, furztrocke im Ziel an. Also, dann müssten es schon sehr, sehr erfahrene Zuberfahrer sein. Ja, liebe Grüße zurück nach Österreich. Und erneut geht es um das Thema Kneipen in Schramberg. Nach der Kapitäne im Irish Pub. Ja, und wenn ich jetzt auf meine Liste hier schaue, es müsste jetzt Nummer 40 kommen. Nummer 40 ist leider schon der letzte Zuber. Ja, liebe Tina, Grüße zurück nach Biesingen. Wenn mich nicht alles täuscht, ist bei euch morgen großer Umzug. Bei der Kirche Mois bekanntlich im Zollernalbkreis. Und Frau Holle, schießt euch der Bach. Super 40, letzte Zuber. Und der letzte Zuber hat das Thema Frau Holle. Genau, das war jetzt Zuber Nummer 40, aber das war es noch nicht ganz. Bekanntlicherweise gibt es noch einen Schlussfahrer. Und der wird dieses Jahr sein, Siegmund Brändle. Genau, liebe Mimimaus, morgen ist in Villingen der große Umzug der Zuggesellschaft. Wer dahin möchte, das ist auch ein närrisches Highlight, zieht stundenlang durch die Innenstadt von Villingen und bietet auch bunte Vielfalt und vor allem viele Motivwagen auf. Ja, lieber Lothar Meißenbacher, vielen lieben Dank für das Kompliment. Ja, lieber Walter Brändle, genau, das war dein Bruder Siegmund Brändle in dem Fall. Geht kurz auf den Wagner! Liebe Gäste, das waren die diesjährigen Wagner-Fahrten und danke herzlich fürs Kommen. Wenn ihr dort zwischen uns schicken und Zugmacher auf den Hintergrund so schön gestanden werden, genießen die Fahrt. Ja, damit ist die Wagner-Fahrt 2019 beendet. Jawohl. Und wer jetzt noch Lust hat, nach Schramberg zu kommen, soll das tun. In der Innenstadt ist jetzt nachher noch der große Umzug, an dem sich 46 Gruppen beteiligen. Und viele Gastzünfte sind da, Umzugswagen, Musikkapellen und großes Tamtam in der Innenstadt natürlich. Ich bedanke mich bei euch und geht auf www.schwarzwalder-boti.de, da versorgen wir euch heute und morgen in unserem ganzen Fastnet-Special mit allen Infos aus dem gesamten Verbreitungsgebiet des Schwarzwälder Boten. Ich gönne euch noch die Musik zum Abschluss und sage dann bis zum nächsten Livestream. Ciao, ciao.